als ich es erstmal gehört habe, dachte ich mir, es ist ein Hustensaft. Wikisana ist die tolle neue Plattform für freie Informationsverbreitung in der Medizin. Bist du schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich einen ganz besonderen Arzt hier, einer, der eine Therapieform anbietet, die ich zwar kenne, aber nicht weiß, wer die überhaupt noch anwendet. Ja, sie wird noch angeboten und sie ist meiner Erachtens völlig zu Unrecht verschwunden. Es ist eine gigantische Therapiemöglichkeit bei Behandlung von Krebs. Und worüber ich rede, das sage ich Ihnen gleich noch im Intro. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder. Wir reden heute über die sogenannte EZT, die Galvanotherapie. Und hier zu Gast ist ein besonderer Arzt aus Berlin, nämlich Dr. Med. Ralf Heinrich. Ganz herzlich willkommen, lieber Ralf. Danke, lieber Alexander. Weißt du, wie ich Freude habe, dass das noch jemand anbietet? Ich hätte nicht gedacht, dass du das anzweifelst, dass es noch jemand anbietet. Du, sorry, wir hatten das dazumal hier gemacht und waren die Einzigen in der Schweiz. In der Schweiz gibt es gar niemand. Und in Deutschland wusste ich noch jemand in Köln. Und sonst weiß ich niemand. Netz ist leer, gehen wir um Google rein, weg. Ja, der Vater der Galvanotherapie, ich nenne es jetzt mal so, oder einer der Pioniere, der Dr. Heinz Meyer, der ist vor einigen Jahren verstorben, leider. Der war mein großer Lehrmeister. Vielleicht liegt es auch ein Stück daran. Der hat sich ganz viel getraut, der war Gynäkologe. In Regensburg, habe viele Jahre neben ihm gesessen. Entschuldigung. Salut. Danke. Viele Jahre neben ihm gesessen und die Galvanotherapie oder die ECT, Elektrokernzertherapie, von der Pike auf gelernt. Mit Ultraschall und mit Nadelelektroden vor allen Dingen. Das ist ja das, was dann die Therapie so ganz besonders effektiv macht. Also wir selber haben jetzt nie in einen Tumor reingestochen, aber machen wir ein Beispiel. Da war mal ein Arzt da bei uns und hat das in einer Einführung gezeigt bei einem Patienten. Und zwar hat er effektiv direkt in einen Hautkrebs hat er die Nadel reingesteckt und noch eine zweite, dann lässt er den Gleichstrom rein. Gleichstrom? Richtig. Gut, danke. Und ungefähr eine Stunde nach einer ist der Widerstand nach oben geswitcht. Das heißt, der Strom ging alles wirklich durch den Tumor durch und wir konnten sehen, dass das Thema da wirklich erledigt war. Und eine Woche später war das abgefallen und die Heilung fing an. Ja, so funktioniert es. Eine kleine Sache will ich korrigieren. Der Widerstand fällt dann ab. Also der Widerstand wird immer weniger. Es ist so ein piezoelektrischer Effekt. Der Strom geht den Weg des geringsten Widerstandes. Da genau. Geht es durch den Tumor durch und später haut es wieder auf. Nee, es ist umgekehrt. Am Anfang ist der Widerstand am stärksten, weil das Gewebe ja noch lebt und weil das Gewebe auch so eine Konsistenz hat, das Krebsgewebe. Ja. Und wenn man dann eine Stunde oder auch, wir machen es oft 3 Stunden lang bei bestimmten Tumoren, bei so einem kleinen Hautkrebs reicht sicherlich auch eine Stunde, wenn man das dann durchfließen lässt, dann löst sich das Gewebe ja auf. Und ob man dann schon von Heilung sprechen kann, ist noch dahingesagt, aber dann ist mit Sicherheit ein richtiger Effekt zu sehen. Also die Wirkung ist mal weg, aber nicht die Ursache, sage ich immer wieder so gern. Jetzt geht eigentlich mal los. Aber man bringt die Wirkung mal weg. Und das finde ich das schön. Und bei Hautkrebs haben wir so schöne Erfolge gehabt bei Hautkrebs. Ja. Prostata ging auch sehr gut. Wie war das bei euch? Ja, was heißt, wie war das bei uns? Wie ist es bei uns? Entschuldigung, ja. Naja, klar. Wir behandeln auch Prostatakrebs mit der Galvanotherapie. Da wird man dann nimmt man einen Zugang, der nennt sich perineal. Geht man also neben dem Anus quasi mit 2 Nadelelektroden jeweils in die Läsion, mit Ultraschallkontrolle natürlich. Dann lässt man den in der Regel 3 Stunden fließen. Ja. Und dann passiert der gleiche Effekt, dieser biochemische Effekt. Entsteht eine Nekrose im Tumor. Die Krebszellen können sich nicht so gut gegen den Strom wehren wie andere Zellen. Die haben einen geringeren Widerstand. Der Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes und dann funktioniert es. Im optimalen Falle funktioniert es immer so. Ja. Wie viele Behandlungen braucht es manchmal? 3. Ach, wirklich? Ja. Ja, wir waren nie so gut. Wir hatten manchmal Sachen, wo es 10, 15 gebraucht hat, Behandlungen. Ja, gibt es auch Patienten, wo es solche Behandlungen braucht. Manche sind auch sehr empfindlich, da muss man auch ganz langsam vorgehen. Es gibt auch Schmerzen, Strom macht Schmerz, ist auch klar. Man muss es betäuben,
Ja, man macht eine Lokalanästhesie. Ja. Xylokain nimmt man da. Ja. Ja, und dann hält man den Strom aus. Und wenn es ein bisschen zu arg zwickt, dann muss man noch ein bisschen nachspritzen. Also Lokalanästhesie muss sein. Die Patienten sollen nicht leiden. Ja, die spüren in der Regel nur so ein kleines so ein Druck und so, dass man den Strom halt spürt, als gerade noch so nicht unangenehm. Manchmal ist es auch ein bisschen unangenehm, aber es ist nicht massiv schmerzhaft. Es ist recht angenehm eigentlich, das Verfahren. Aber gehen wir es mal ran, Prostatakrebs, Hautkrebs, Brustkrebs. Brustkrebs, ja. Was ist die Alternative zu Galvana? Was macht Ihnen die gängige Schulmedizin? Auch die gängige Schulmedizin, das wissen wir ja, das ist meistens Operation oder eben Chemotherapie oder eben Bestrahlung. Es wird auch nicht immer alles drei natürlich. Das kommt auf den Krebs an, es kommt auf den Zustand an, auf das Stadium an des Krebses. Alles drei wird normalerweise angewendet in bestimmten Fällen. Das ist die Alternative. Also die Alternative ist, versuchen die Zellen, die sich jetzt schnell teilen, zu zerstören oder eben wegzuschneiden. Das ist die Alternative. Die ist auch nicht immer schlecht, muss man auch ganz klar sagen. Ja, in manchen Fällen sollte man es auch kombinieren oder auch erstmal diesen Weg wählen. Das muss man immer individuell entscheiden. Wenn ich einen Patienten habe, ich rede jetzt auch von weiblichen Patienten, also Patient oder Patientin, die ängstlich sind, die nicht so richtig Vertrauen darin haben, die das nur mal so gehört haben und die noch nicht so ganz genau wissen, die sich eine Zweitmeinung einholen wollen bei uns. Viele machen das ja auch. Wenn ich merke, dass jemand wackelig ist und so eigentlich denkt, eigentlich müsste ich doch die Chemo machen oder eigentlich müsste ich noch Bestrahlung oder noch ein orales Chemotherapeutikum langfristig nehmen oder eigentlich müsste ich es besser wegoperieren, dann ist es weg, dann kann ich es nicht mehr sehen, dann unterstütze ich die Patienten auch dabei. Ja, ja. Ja, man muss wirklich ja viel mit der Psyche, wenn man ständig brutal an der Brust drückt, ja, und sieht. Also auch bei uns ist es Placebo oder Nocebo. Mhm. Es wirkt ja immer. Ja. Mhm. Wenn ich etwas positiv konnotiere, dann ist es ein Placebo-Effekt und den wollen wir nutzen. Es ist total wichtig, einen Placebo-Effekt zu nutzen. Mhm. Alleine wenn ich im weißen Kittel da sitze, ich trage keinen Kittel, aber mit weißer Hose oder mit weißen Sachen, medizinische Dinge, machen einen Eindruck auf den Menschen im positiven Sinne. Jetzt wird mir geholfen, jetzt werde ich geheilt. Mhm. Diesen Placebo-Effekt, den nehmen wir mit, den nehmen aber auch die Schulmediziner mit. Also es ist immer mit dabei. Und das Gleiche ist aber der Nocebo-Effekt. Wenn ich jemandem sage, der Krebs hat, ja, sie haben noch 6 Monate. Oder wenn sie das nicht machen, dann haben sie noch 3 Monate oder dann werden sie sehr bald sterben oder das Damoklesschwert schwebt schon über ihnen oder irgendwelche Dinge. Das sind alles Nocebos. Ja, das nehmen die Leute sowas von mit. Ich habe so viele Menschen erlebt, die traumatisiert aus solchen Besprechungen kamen. Und das ist natürlich was, das ist absolut zu vermeiden. Ja. Mhm. Das braucht es einfach. Und deswegen, wir klären auf und ich nehme den Menschen auch diese negative Haltung möglichst wieder weg oder ich biete eine neue an und sage, hey, ja, es gibt eine Möglichkeit, das so oder so oder so zu behandeln. Das ist der sanfte Weg. Und gerade wenn wir über Galvano reden, ist es ja auch ein Weg, das ist ja wie eine Operation. Also wenn es die richtige Indikation ist, ein kleiner Brusttumor oder ein Prostatakrebs oder ein Hautkrebs oder eben epitheliale Tumoren, die man gut erreichen kann, dann kriegt man das weggeschmolzen. So, und dann hat man auch erstmal Ruhe im System. Und man hat nicht geschnitten. Man hat nicht in irgendwelche Satellitenstränge reingeschnitten oder schädigt das Immunsystem dabei. Hier muss man auch aufpassen, dass man nicht zu lange wartet. Manchmal muss man auch noch irgendwas machen, wie Richtung Operation, wenn die Tumore sehr groß sind. Dann kann es auch sein, dass wir mit der Galvano zu spät sind oder nicht diesen Effekt erreichen können, weil Galvano bedeutet ja Nekrose erzeugen und die Nekrose wird sichtbar irgendwie. Nekrose übersetzt heißt? Ja, also Zerstörung des Gewebes. Ja, ja? Das heißt, der Strom geht ständig durch den Tumor. So, und wenn ich jetzt so einen faustgroßen Tumor in der Brust habe, sowas habe ich schon behandelt, ja, dann öffnet sich natürlich das Gewebe nach außen, auch die Haut, die da drüber gedeckt ist, die auch oft manchmal schon nekrotisch ist. Aber das ulzeriert dann, ja, das heißt, es wird offen. Das heißt nicht, dass es entzündet ist.
Nächstes Mal zeige ich dir Bilder. Ich habe schon eins gesehen und bringe es nicht mehr aus dem Kopf raus. Ja, ja. Muss man nicht aber sehen. Ich habe diese anderen Bilder auch. Erst war es eine dicke Nekrose, nach außen offenes Fleisch sozusagen und nachher ist es wieder weg. Ja. Die Haut wächst ja darüber. Ja. Das ist ja dann geheilt. Mhm. Ja. Aber sowas muss man aushalten können. Da braucht man nicht eine oder drei Behandlungen. Da braucht man dann 20 Behandlungen. Der Dr. Meyer, mein wie gesagt, Ziehvater oder mein Lehrmeister, der hat oft 20, 30 Behandlungen gemacht, bis es weg war. So. Wobei man wissen muss, wenn man einen großen Tumor hat, dann hat er oft schon Anschluss ans vaskuläre System, also ans Gefäßsystem. Und dann gibt es irgendwo natürlich eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich was absiedelt. Mhm. Und das muss man auch mitbehandeln. Ja. Das muss man berücksichtigen. Also es ist keine Wunderheilung, einmal schnell die Nadel reingesteckt und dann ist der Krebs weg. Sondern man muss das gesamte System immer sehen. Genau, da möchte ich auch noch drauf hinkommen. Ja. Was wir auch noch gern gemacht haben, wenn sich die Damen oder Herren entschieden haben zur Operation, dass wir einfach zuerst den Tumor abgekoppelt haben durch den Strom. Mit wem hast du geredet? Das mache ich auch so. Das ist wahnsinnig spannend. Ja. Das ist interessant. Bei der Operateur kommt das auch noch. Süß. Auch die Idee. Erstmal, meistens nehme ich dann 4 oder 6 Nadeln, den Tumor umrahmen quasi und schon mal den Tumor weich kochen sozusagen. Sodass es auch möglichst wenig Absiedlungen gibt. Sodass der Tumor schon geschwächt ist. Und der Operateur dann nur noch schälen muss im Prinzip. Manchmal war es schon so, er hat nur noch die Narbe operiert. Der Tumor war weg, war nicht mehr nachweisbar. Hatten wir auch. Ja. Es geht auch, das zu kombinieren. Auch im Nachgang dann nochmal eine Galvanotherapie zu machen nach der Operation. Ja. Weil das ist ja auch das Gefährliche, dass sich meistens im Narbengebiet, wenn dann Metastasen kommen, dann meistens im Narbengebiet, gerade ich denke jetzt an Brustkrebs, dann nochmal nachzubehandeln mit Galvano, das ist wunderbar. Wird man ja sofort sehen. Also wenn es wieder runtergeht bei der Grafik, ich sage immer runter, bei uns ging es runter bei unserem Gerät. Ja, runter, der Widerstand geht runter. Der ohmsche Widerstand gut. Geht runter. Genau. Ja. Wenn er runtergeht, weiß ich, oh, da ist noch was, ich behandle, bis es wieder raufgeht, oder? Bisschen zu, die Idee ist gut, aber es geht auch runter, wenn kein Krebs da ist. Denn das Gewebe, wenn du einen gewarnten Strom laufen lässt, wird auf jeden Fall im Widerstand ein bisschen runtergehen. Mhm. Alleine, weil sich die piezoelektrischen Kristalle so ausrichten und dann dadurch schon allein, weil der Strom fließt, richten sich die Kristalle im Gewebe so aus, dass der Widerstand dadurch auch automatisch weniger wird. Das ist ein bisschen zu vereinfacht, dieser Gedanke. Also wenn da was runtergeht, dann da ist da Krebs. Nee, das kann man so nicht sagen. Mhm. Mhm. Trotzdem muss ich ja sagen, für jeden betroffenen Zuschauer zu Hause, ist doch mal mit der Galvano anzufangen sinnvoll, zumal er immer noch der Entscheid sein könnte, ich möchte operieren, aber der hat es dann viel besser und dass er noch irgendwie Verzweigungen hat, der Tumor, oder zu viel ausgeschnitten werden muss, da kann man ja das Risiko minimieren. Minimieren auf jeden Fall. Wenn ich es vorsichtig ausdrücke, kann man das Risiko damit minimieren. Mhm. Und man muss auch nicht immer mit Nadeln reingehen. Wir haben jetzt über Nadel-Galvanotherapie, das ist die invasive Galvanotherapie. Man kann das ja auch mit Platten machen. Ja, wir hatten es nie anders gemacht, nur mit Platten. Okay. Die Geräte brauchen eine Zulassung und so weiter. Das, ja, hatten wir schon, aber nicht irgendwie den Mut, direkt irgendwo reinzustechen. Aber du hast erzählt mit dem Haus. Ja, das hat mal einer gemacht. Hat er mal einmal gemacht, okay. Aber ansonsten ist es eigentlich üblich gewesen, die Galvanotherapie mit Platten zu machen. Mhm. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Haut nicht verbrennt. Hatten wir auch schon. Es gibt es einfach, wenn man ein bisschen unachtsam ist oder die Patienten schlafen ein, man guckt mal eine halbe Stunde nicht, hatten wir auch schon, dass eine kleine Läsion an der Haut ist und das ist dann schmerzhaft für ein paar Wochen. Ne? Mhm. Ist dann nicht so angenehm, aber das sind alles so Nebenwirkungen, die muss man erwähnen, die sind aber nicht gravierend. Zur Geschichte, soweit ich noch weiß, war ja das früher irgendwo eine große Batterie, wo man hat. Erzähl es mal noch. Ja, mehr ist es nicht. Das ist eine Batterie mit 2 Elektroden. So. Und natürlich muss ein medizinisches Gerät heute zugelassen werden. Das sieht aus wie ein Raumschiff-Computer, ein großes Ding mit Bildschirm und Touchpad und alles. Das wird natürlich alles sehr, sehr fein eingestellt und justiert. Die Nadelelektroden sind aus Titan, die sind ummantelt, haben nur an der Spitze etwas Platin und der Rest, damit es eben die Haut nicht kaputt macht. Der Rest ist ummantelt. Also nur da, die Spitze zum Beispiel der Nadelelektroden, gehen ja
geht in die Tiefe des Tumors rein, das kann man mit dem Ultraschall genau austarieren, dass nur dort der Strom fließt, wo er auch hinfließen soll. Also das ist so, natürlich, trotzdem ist es letztendlich eine Batterie mit Plus und Minus. Mhm. Ja, es ist ein galvanischer Strom, es ist ein Gleichstrom. Mhm. Ja, und das, eben, das war ja früher schulmedizinisch, oder? Früher Schulmedizin, ja, klar. Und jetzt ist es jetzt die Frage, ich meine, irgendwann ist es dann weggefallen und heute weiß ich, du bist einer der wenigen, die das noch anbietet, Gott sei Dank auch, weil das ist einfach nicht so invasiv wie alles andere. Ja. Und ich finde es eine fantastische Ergänzung zum Plan B. Aber bevor ich durch Plan B gehe, würde ich doch Plan A machen. Weil das ist ja viel einfacher. Und wenn es funktioniert, großartig. Ja. Und dann natürlich auch nie die Ursache nicht behandeln, oder? Deine Gedanken sind sehr, sehr klug und interessant. Ich würde normalerweise immer erst auch so denken und so handeln. Aber der Zeitgeist ist anders. Die Menschen haben mehr Angst. Die wollen, dass es weg ist. Zu mir kommen natürlich die Menschen, die auch ganzheitlicher denken. Natürlich habe ich deswegen auch mehr solche Patienten, die sowas wünschen. Mhm. Aber ich finde, wir machen das jetzt seit, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren. Auch noch nicht so lange, aber doch schon ganz schön lange. Viele Erfahrungen schon damit gemacht, gute Erfahrungen. Die Menschen haben mehr Angst und sind weniger bereit, Risiken einzugehen. Wobei es kein echtes Risiko ist, aber das wird so empfunden. Und von der Lehrmeinungsseite, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, wird das absolut verunglimpft. Also das ist eine Methode vom vorletzten Jahrhundert. Und machen Sie bloß nicht sowas. Also wenn die sowas den Onkologen sagen oder den Chirurgen sagen, dann kriegen die oft keine, sagen wir mal, wertschätzende Meinung darüber, sondern nein, das ist, machen Sie so einen Käse nicht. Das macht den Leuten Angst, die sind weniger bereit dazu. Und deswegen, und es ist nicht so lukrativ für die Ärzte, ja, muss man auch sagen. Deswegen wird es nicht so gemacht. Ja. Es ist aufwendig. Ja. Mit den Nadelelektroden, das ist noch mit alten Kabeln, also was heißt alten, aber mit einer ganz alten Technik. Ja, mit Kabeln und Klemmen. Und oben an die Titanelektrode klemme ich dann Plus und auf der anderen Minus dran. Und im Tumor muss ich es auch genau austarieren, genau zielgerichtet einführen. Da sitzt dann die Spitze der Elektrode und da fließt dann der Strom. Es ist eine Fummelarbeit, sage ich jetzt mal. Ja? Die Elektroden sind teuer und es bringt dem Arzt nicht so viel. Ja. Deswegen ist die Methode auch nicht so berühmt geworden oder nicht so weit verbreitet. Das ist so. Aber machen wir mal eine Erfolgsstatistik bei Hautkrebs. 100%. Siehst du, was müssen wir da noch diskutieren? Naja, der Chirurg, der hat auch 100%. Der schneidet den Tumor weg. Ist ganz einfach, auf der Haut einen Tumor wegzuschneiden. Ja. Ist auch 100%. Mhm. Und es wird von der Kasse bezahlt. Galvanotherapie wird noch nicht mal wahrscheinlich von den Privaten. Ja, manchmal, aber eigentlich eher nicht. Ist eine Außenseitermethode. Ja, ist ein Kampf mit den Kassen. Ja, ja. Und deswegen, weil es eine Außenseitermethode ist, ja, und auch eine Narbe bleibt, muss man auch ganz klar sagen, die Chirurgen können das wegschneiden. Ganz, ganz, wenn die Intrakutanen eine Naht machen, dann siehst du da hinterher nichts mehr. Mhm. Bei uns bleibt eine Narbe. Du schürfst dir das Knie auf, ja, und dann hast du erstmal so eine Plötsche. Ja? Das kennen wir ja alle. Mhm. Ne? Hast du erstmal so eine Haut, also eine Kruste, und man sieht nachher eine kleine Narbe. Wenn ich Galvanotherapie mache und die Brust hat sich nach außen geöffnet, also wildes Fleisch, muss man sich vorstellen. Nächstes Mal bringe ich, wie gesagt, Bilder mit. Mhm. Dann entsteht da auch so eine ganz, erstmal sieht es furchtbar aus. Nach einer Operation sieht es eine Woche, ja, hat man halt so eine kleine Narbe, wo müssen Fäden gezogen werden, eine Wunde. Sieht schneller gut aus. Und die Leute wollen ganz schnell ganz gut sein. Also wird operiert und zugenäht. Und bei uns ist es, dann muss der Körper das selbst ein Stück heilen. Mhm. Ja? Und man muss dem vertrauen, dem Körper. Und welche Menschen vertrauen ihrem Körper heute? Das wird weniger. Wobei ich könnte auch, das ist ja ein Nocebo, wenn ich jetzt sage, es wird weniger. Ich will jetzt nur erklären, warum die Galvano nicht so etabliert ist. Eigentlich werden die Menschen bewusster und gesünder
Und mehr Menschen denken so, dass sie ganzheitlich betrachtet werden möchten. Und wir haben einen Zulauf, wenn ich sehe, wie ich vor 15 Jahren, was ich für eine kleine Praxis hatte und wie es heute aussieht, kann ich nur sagen, ja, es wird immer besser und immer schöner. Die Leute haben mehr Bewusstsein dafür und ihr tut ja auch euren Teil dazu. Ihr verbreitet dieses Wissen. Ja? Ihr zeigt den Leuten, wie es gehen kann und macht denen Hoffnung und Mut. Und das ist eigentlich im Kommen. So, wir sollten gar nicht so negativ denken. Aber natürlich wissen wir haben harte Jahre hinter uns. Die letzten 3, 4 Jahre, die waren richtig hart. Mit Angst, mit Restriktionen und allem drum und dran. Ja, die Angst, da bleiben wir treu. Gell? Wir haben jetzt Panik ohne Ende wieder auf der ganzen Welt. Aber gehen wir mal noch zum Beispiel zur Prostata. Ich meine, wenn ich Prostatakrebs habe und die Operation mache, Inkontinenz, ist eines der Folgen, vielleicht auch Mangel an Stehvermögen und. Also die Männer sind ja da echt belastet. Ja. Und bei damals, wo wir das gemacht hatten, hatte man mit der Galvana diese Nebenwirkungen nie. Nö. Und das ist doch etwas, was sehr viel Hoffnung macht und eigentlich jeder Urologe wissen müsste, dass er einem Patienten zumindest eine erweiterte Sichtweise auf sein Problem zeigen dürfte, wenn er es wüsste. Aber er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Ich habe genau zwei Urologen, mit denen ich reden kann. Es sind alte Hasen, die sind 70 plus. Ja. Ja. Jürgen Arnold und Bliemeister. Mhm. Die hast du vielleicht auch schon interviewt. Nein. Dr. Arnold, Dr. Bliemeister. Ich habe mit dem schon Seminare gehalten zum Thema. Die sind einfach von der Entstehung des Krebses so gut informiert und so überzeugt und kennen sich einfach mit diesen Dingen aus und können bedacht und mit Ruhe die Leute beraten. Mhm. Die lasse ich noch, also ich schicke meine Patienten oft zu denen mal einfach hin als Zweitmeinung, dass der Urologe auch sagt, ja, das kann man so behandeln oder nee, das behandelst du lieber so oder da muss man Antihormone geben oder was auch immer. Die sind ganz ruhig. Ja, und die meisten hören sich gar nicht die Zweitmeinung an. Die Urologen haben aber auch ein anderes Setting. Ich will die auch gar nicht anprangern. Die machen einen harten Job. Es kommen Tausende von Krebspatienten und das ist wie Fließband. Und es gibt eine Leitlinie und dann die halten die sich und dann ist gut. Und es wird gemacht und Punkt. Und diese Empathie zu entwickeln, als Arzt, das ist die größte Aufgabe für den Patienten, wirklich das Beste rausholen zu wollen. Ja, das ist für mich die Hauptaufgabe, das Beste rausholen zu wollen. Und ob ich Galvano mache oder ob ich sage, hey, du lässt dich operieren und dann machen wir deinen Darm und deine Ernährung und deine Gifte und alles was, dann machen wir das hinterher wieder okay. Weil weder die Galvano, noch die Operation, noch die Chemo, noch die Bestrahlung handelt an der Ursache. Galvanotherapie ist keine Ursachenbehandlung, aber ist eine sanfte Therapie, wo man nicht in die Zwickmühle kommt, in die leitlinienbasierte Zwickmühle, wo man sagt, du musst es machen, sondern die bleiben dann in einem Setting, wo sie Verständnis bei uns auf Verständnis treffen und wo wir immer den ganzen Menschen sehen. Das ist der große Vorteil. Und wir machen weniger Wunden oder das Immunsystem wird einfach weniger traktiert mit der Methode, das ist klar. Aber letztendlich ist die Galvano oder die ECT auch keine ursächliche Therapie. Muss man ganz klar sagen. Der Krebs hat ja immer eine Wurzel und die wird damit nicht ausgeräumt. Ja, das ist schön nochmals gesagt. Ja. Wenn man aber an die Wurzel ginge, dann ist aber nicht immer der Zeitpunkt noch möglich, dass letztendlich die Ursachenbehandlung auch die Wirkung wegnimmt. Aber manchmal schon, oder? Ja, manchmal schon. Es gibt manchmal, ich gehe jetzt mal ganz weit weg ins Mentale zum Beispiel. Ja? Wenn wir Aufstellungen machen, systemische Aufstellungen mit unseren Patienten oder wenn wir psychotherapeutische Dinge angehen, mit denen auf dieser Ebene arbeiten und wir kommen dann an das Trauma, dann ist es ganz erstaunlich, dass ich dann manchmal auch solche Dinge auflösen. Weißt also ich habe Patienten, so schön. Die Patienten, die das alleine mit mentalen Techniken erreicht haben, mit unserer Hilfe, dass Tumore von alleine schrumpfen oder gar weggehen. Ja, das ist möglich.
Und das ist nicht bei jedem möglich. Das muss man auch wissen. Es ist so ein schönes Wunder, wenn das passiert, wenn man das erleben kann, wenn man dabei sein kann, wie es plötzlich alles zum Guten sich wendet. Aber leider muss man mit jedem Patienten individuell umgehen. Ich kann nicht sagen, mit der Methode. Deswegen habe ich, weiß ich nicht, wie viele Methoden. Ich müsste sie mal aufzählen. Auf der Webseite stehen sie, aber... Aber man geht mit dem Patienten alles durch. Man geht mit dem Patienten alles durch oder nicht alles durch. Aber ich kann entscheiden, für welchen Patienten ist die Methode oder kommen diese Methoden in Betracht. Mhm. Ja, es sind ja immer verschiedene Faktoren. Der Punkt, wo du gerade vorne gesagt hast, ist die Psyche. Ja. Da kommt mir so ein Zitat in den Sinn, was ich kürzlich gelesen habe. Wenn die Seele weint und der Mund schweigt, spricht eines Tages der Körper durch Krankheiten mit dir. Ja, das ist gut. Gell? Ja, das ist gut. Passt. Ja. Und genau das hast du jetzt gesagt. Du machst einen Deckel drauf. Mhm. Ja. Wenn die Seele weint, also das Trauma ist da. Und du sagst es nicht. Und du bringst es nicht zum Ausdruck. Ja, du konfrontierst es nicht, du lässt es nicht raus. Ja, du deckelst es ab. Dann kommt eines Tages der Körper und sagt dir, das stimmt was nicht. Mhm. Das ist genau der Punkt. Und deswegen musst du mit den Menschen auf allen Ebenen arbeiten. Ich mag es nicht, wenn jemand zu mir kommt und sagt, machen Sie mir mal den Brustkrebs weg. Und mehr will ich nicht machen. Sie haben die Galvano für was anderes. Nee, andere Sachen lasse ich mich nicht drauf ein. Dann lasse ich mich manchmal nicht drauf ein. Wenn ich spüre, mit dem Patienten kann ich nicht umgehen oder dieser Patient ist nicht bereit, noch weitere Schritte zu gehen. Mhm. Darmernährung etc. Ja? So, oder eben ins Mentale zu gehen oder ins Emotionale zu gehen. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Trotzdem ich habe noch 2 Minuten. Du hast noch 2 Minuten. Da möchte ich vielleicht auch noch sagen, wo du mir das letzte Mal gesagt hast, es gibt halt auch Fälle, wo du dem Patienten sagst, okay, er möchte Chemotherapie, er soll eine Chemotherapie haben, aber nicht irgendeine. Wir machen nicht Kaffeesatz lesen, welche Chemo denn funktionieren könnte, sondern ihr geht da effektiv über eine Blutanalyse und analysiert, welche Chemo funktioniert denn tatsächlich. Ja, so ist es. Das halt wollte ich einfach nochmals hören, weil das ist so entscheidend. Natürlich, das ist einer der weiteren Faktoren und Möglichkeiten, die wir haben und die wir auch in der Regel nutzen mit jedem Krebspatienten. Also eine Blutanalyse zu machen, da gibt es mehrere Methoden mittlerweile, ob ich Gewebe einschicke oder Liquid Biopsy mache, das einzuschicken und zu sehen, wie ist die Chemosensitivität. Ja, welche Chemomittel kann ich einsetzen? Und wenn die Patienten von vornherein sagen, Chemo lehne ich komplett ab, dann kann ich alle biologischen Substanzen testen und weiß dann, okay, die Mistel packt es, die Kurkumin packt es oder Amygdalin oder Vitamin C, Artemisia annua, alles das sind tolle Mittel, DCA, gibt es noch viele andere, die bringen die Tumorzellen zum Absterben oder blockieren sie. Mhm. Ja, also das kann man im Prozent nachher ausdrücken. Tausende von Studien, wenn man jetzt gar Kurkumin... Tausende von Studien bei Kurkumin. Mhm. Das bestuntersuchte Mittel im Bereich Krebs, Prävention, aber auch Krebsbehandlung ist das Kurkumin tatsächlich. Aber auch da wieder, man hört das nicht außer durch einen ganzheitlich orientierten Mediziner. Und das war das Ziel meiner Sendung, da ganz kurz und knapp die Galvano herauszustreichen als sehr wertvoller Plan. A, bevor man B macht und wenn B, dann wirklich auch sich bewusst sein, dass es immer noch eine Ursache hat und man bitte die Ursache nie vergessen sollte, auch zu behandeln. Ja, so da ist schreit es. Die Seele ohne Ende. Ja, genau. Ja. Noch zu deiner Klinik, sag nochmal, wie viele Leute seid ihr da schon? Du hast angefangen, kleine Klinik, ich weiß, du bist nicht mehr klein. Weißt du, ich war vor 20 Jahren noch Einzelgänger, habe meine ärztliche Praxis eröffnet und dann hat sich das so entwickelt. Jetzt sind wir 40 Menschen, also über 10 Ärzte im Team jetzt. Und Zahnärzte, Gynäkologen. Genau, 3 Gynäkologen, eine Zahnärztin. 3 Gynäkologen sogar? Zufällig. Oder auch nicht. Mhm. Also irgendwann habe ich mir die nicht ausgesucht. Ich habe mir nicht einen Plan gemacht, wen stelle ich denn jetzt auch ein, wen nehme ich ins Team, sondern es kommt durch das natürliche Wachsen. Mhm. Einfach kommen die Menschen zu mir und fragen mich, kann ich bei dir arbeiten? Das ist tatsächlich so. Und ich habe jetzt wieder einen Ernährungsmediziner ins Boot geholt, so einen tollen Menschen, Dozent. Ich habe den Präsident der Deutschen Gesellschaft für Akupunktur und Neuraltherapie bei uns jetzt im Boot, der Orthopäde, Dr. Uwe Günther. Das sind so Perlen, Diamanten, die zu mir wollen. Ich bin total baff. Ja? Und schickst du mir diese Diamanten mal zu mir? Gerne. Oh, wunderbar. Gerne. Auch die Gynäkologen finden das so wichtig, weil ich immer wieder höre, Frauen
mit Problemen in einem Hormonhaushalt gehen zum Gynäkologen und der hat keine Ahnung von Hormonen. Ja. Obwohl man's, wo sollten sie es denn sonst erwarten, das wissen, aber es ist nicht da. Ja, ja, ja. Und das zu vermitteln wäre schon auch sehr spannend. Also. Ja, über bioidentische Hormontherapie können wir auch noch mal reden. Ja, ist gut. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben übrigens. Gut. Ja, also ja, gut, machen wir das. Herzlichen Dank, Dr. Med. Ralf Heinrich war das, ja, für Sie aus Berlin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das war mir jetzt echt eine Herzensangelegenheit, Ihnen einfach zu vermitteln. Denken Sie bitte daran, es gibt auch die sogenannte ECT. ECT, gell? ECT, Electro-Cancer-Therapie. Genau. Mhm. Namens Galvanotherapie und dass diese Galvanotherapie eine herausragende Möglichkeit ist, hier einfach mal zu agieren bei insbesondere Hautkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs, das waren die Formen, die wir am meisten gemacht hatten und dann zumal bei uns, bei dir auch? Ja, so die drei. Und die sind einfach und je tiefer rein, desto schwieriger, halt, dass Strom nicht mehr fließt. Wobei, wenn man mit Platten arbeitet, kann man jeden Krebs behandeln. Ne? Auch. Also wenn man nicht tief rein muss in die, ins Gewebe, in den Körper, kann man auch mit Platten Galvano arbeiten. Tja. Und mit so vielen Erfahrungen wisst ihr auch, was möglich ist und was nicht. Ja. Ja, ich bin einfach happy darüber. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.